Ein weiterer chinesischer Erstligist ist in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Wie der Hebei FC mitteilte, könne der Club die Stromrechnung derzeit nicht rechtzeitig bezahlen. Der Verein befindet sich im Besitz der Immobilienfirma China Fortune Land Development. Nachdem Taiwan die Präsenz der US-Soldaten im Inselstaat bestätigt hatte, gab es am Dienstag bekannt, dass 40 seiner Truppen von amerikanischen Streitkräften in Guam ausgebildet werden. Der taiwanesische Verteidigungsminister Chi Ku-cheng sagte, der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA sind seit vielen Jahren gut etabliert. Russlands Präsident Putin sagte am Montag, dass Moskaus neuestes S-500 Luftverteidigungssystem in den kommenden Jahren in die Streitkräfte des Landes eingeführt wird. Angesichts des wachsenden Drucks der chinesischen Behörden auf internationale Tech-Konzerne hat nun auch Yahoo seinen Rückzug ab dem 1. November aus Festlandchina bekannt gegeben. Das US-Militär kündigte an, dass die 51. Einheit des US-Marinekorps ab Montag in Eilat zusammen mit IDF-Spezialeinheiten 3 Wochen bilaterale Amphibienübung durchführen wird, um sich auf den Einsatz am Persischen Golf vorzubereiten. Nachdem der französische Präsident Macron den australischen Premierminister Morrison auf die Frage eines Journalisten hin der Lüge bezichtigt hatte, wies dieser die Verunglimpfungen gegen Australien nun zurück. Er selbst könne Kritik vertragen, sagte Morrison während einer Pressekonferenz in Glasgow. Aber diese Verunglimpfungen, ich werde nicht die Beschimpfungen Australiens wegstecken, sagte Morrison. Auf das Militärkrankenhaus in der Hauptstadt Kabul hat es einen Angriff gegeben. Mehrere Menschen wurden getötet oder verletzt. Dabei gibt es von den Behörden unterschiedliche Angaben. So sprechen Ärzte von 3 Toten und 16 Verletzten, die herrschenden Taliban sogar von 19 Toten und 50 Verletzten.